Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Ochotnik, dem russischen Zerstörer, auf Tier 5 im Herrschaftsmodus gefahren. Hier ist die Ochotnik. Unglaublich lang, unglaublich schmal, unglaublich gut bewaffnet. Wer sich angucken will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Tja, und unglaublich ist auch, dass sie nur 4,5 Kilometer Torps hat. Und hier ist der Kapitän, der drauf war bei diesem Gefecht. Der hat schon ganz ordentlich was und ja, werden wir wohl auch brauchen. Wir sind der Kleine, wir sind in einem 5er, 7er gelandet. King George, Gneisenau, Nagato, Mutsu, Algerie, Nürnberg, Königsberg, Minsk, Leningrad, Hill und Minnekase. Wow. Also, ja, kann einem natürlich mal passieren, dass man mit der Ochotnik auch in ein 7er Gefecht gematcht wird. Es ist nun mal ein 5er DD. Das Problem ist wirklich jetzt hier 4,5 Kilometer Torps bei einer Verborgenheit von 5,7. Also das ist wirklich nicht gerade einfach, die Torps da an den Mann oder die Frau zu bringen. Aber es kann funktionieren und wenn man erstmal dran ist, dann hat man natürlich richtig viele Torps, die man da raushauen kann. Und das ist ein Torpteppich, da kommt so gut wie keiner raus und keiner durch. Naja, gut, wie auch immer. Wir sind jetzt hier jeweils 4 DDs, das heißt, wir müssen sehen, dass wir jetzt auch hier mit cappen. Die Frage ist, fahren wir jetzt hier mit zu B? RPF hilft natürlich jetzt so ein bisschen, dass man eben sieht, aus welcher Richtung kommt denn jetzt der Gegner, der am nächsten dran ist. Tja, mehr sagt es aber auch nicht. Es sagt einem nicht, ob da 5 kommen, ob da einer kommt. Das kann man eben überhaupt nicht sehen. Nun wollen wir mal sehen, was wir hier sehen. Im Moment noch nicht allzu viel. Ich denke mal, es macht durchaus Sinn, hier noch eine Idee weiter nach vorne zu fahren. Jarvis nutzt Hydro. Das ist jetzt sehr schön, aber ich werde ihm mal sagen, dass da der nächste ist. Also ich habe das jetzt mal angepinkt. Und im Zweifelsfalle sorge ich jetzt auch mal dafür, dass ich den aufmache. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich dann selber mit aufgehen werde. Aber die Ochotnik hat ordentlich Guns und kann damit auch ganz ordentlich austeilen. Aber da ist nichts. Ja, oh doch, da. Da ist die Minnekase. Ja dann. Werden wir da jetzt mal auf die Minnekase schießen. Und natürlich auch gleich mal ein paar Torps raussetzen. Und da kann man dann nämlich schon mal sehen, was einem da so entgegenkommt. Das sind dann 4 Fächer A3, also mit anderen Worten, man kann dann Torpfächer von 12 Torps setzen. Na, Minnekase, kommst da raus? Drehst da raus? Ja, hat er wohl. Gut, wenn man von vorne drauf torpt, ist das natürlich auch nicht ganz so toll. Motor haben sie mir jetzt auch rausgeschossen, also da werde ich jetzt aber nicht reparieren, weil das ist mir viel, viel wichtiger, dass ich dann einen Brand oder ähnliches reparieren kann. Ich habe Last Stand geskillt. Kann man auch wieder hervorragend sehen, wie wichtig das ist. Und jetzt kann ich einmal sehen, ob ich von hier aus vielleicht da die Minnekase nochmal aufmachen kann. Unser Jarvis konnte jetzt... Ah, da ist er. Und da kommt er, ne dann. Oh, keine Torps, besser nicht. Das dauert zu lange. Erstmal ein mit der Hauptbewaffnung und da haben wir das erste Blut. Jo, das ist ein guter Anfang, das stimmt. So, und da ist die Leningrad, das ist jetzt kein so guter Anfang. Da werde ich mich mal nebeln, weil wir wollen ja jetzt auch hier C haben. Und unsere Minsk, oh, Leningrad hat auch Motorschaden gehabt. So, unsere Minsk spottet jetzt die Leningrad. Und ich kann mal sehen, dass ich vielleicht mit der gesamten Bewaffnung schießen kann. Na, und schon wieder hat er einen Ausfall, na gut, und weg ist die Leningrad. Oh, da hat der Torps rausgekriegt und hat sich auf mich hier geworfen. Oh, oh, oh. Na, einen muss ich mir... Ui, ja, der tat weh. Einen muss ich nehmen. Tja. So, jetzt haben die anderen 2 Zerstörer verloren. Oh, in dem Moment verlieren wir unsere Emerald. Und ich wollte gerade sagen, eigentlich sieht das ganz gut aus. Wir haben 2 Caps. Tja, Algerie ist offensichtlich der nächste, RPF sagt es zumindest. Da ist
wohl nichts davor, denn die Minsk und die Hill kann man auf der Minimap sehen. Die waren an A und sind vermutlich da noch an A. Also Hill kann man ja sehen. So, jetzt ist unsere Minnekase da auch raus. Ich werde jetzt erstmal hier nur spotten, weil so viel ist ja an mir jetzt nicht mehr dran. 5006. Gut, sind 5005 mehr als man braucht. Aber da kann es schnell zu Ende sein. Da oben die Nagato, was ist mit der? Steht der da jetzt einfach so rum? Das wäre natürlich ein kleiner Traum. Also wenn so eine Nagato da AFK rumsteht, dann kann man sich natürlich auch mal ein bisschen Damage holen. Da stehen 65.000. Muss ein bisschen aufpassen. Die Algerie scheint aber wegzufahren. Also der ist auf dem Kurs rennet, rettet, flüchtet. Tja, dann versuche ich doch mal so ein bisschen hinter ihm hochzukommen, um dann so einen Kamikaze-Angriff auf die Nagato machen zu können. Aber wenn ich jetzt aufgehen würde, würde die Algerie mir natürlich sofort einen einschenken. Und dann wäre es auch schnell vorbei. So, ich werde jetzt mal den Boost zünden. Da kommt die Minsk mit, das ist gut. Weil im Zweifelsfalle kann der mir natürlich jetzt hier auch mal die Algerie vom Hals halten. Ah, jetzt wird es hier ein bisschen eng. Oh, die Nagato scheint ins Spiel gekommen zu sein. Ja, jetzt hat er geschossen. Also mit anderen Worten, das Thema mal eben schnell da 65.000 abstauben, das gibt's nicht mehr. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, denn die Algerie wird mich hier sonst gleich spotten. Ah, 5-7, er dreht weiter. Ich muss weiter. Ja, das hat gut geklappt. Alles gut. So, jetzt hat sich die Minsk also genebelt. Das heißt, jetzt werde ich mal ein bisschen für die Minsk hier spotten. Denn wenn ich mich jetzt auch gleich hier nebel, dann sieht der nichts mehr. Tja, aber ich kann natürlich trotzdem ein bisschen näher ranfahren. So, Algerie. Den werden wir mal als Ziel ansagen. Der hat am wenigsten hier in der Region und ist ein Kreuzer. Der kann mir am meisten wehtun. Wenn der weg ist, ist es gut. Aber auf den schießt irgendwie keiner. Alle schießen auf die Nagato. Keiner schießt auf die Algerie. Ah, doch, da kommt ein bisschen AP. Aber gut, geht aber auch vorbei. Die anderen cappen jetzt B. Tja, dann werde ich doch einfach mal sehen, dass ich auch mal ein bisschen auf die Algerie mitschieße. Jetzt kann ich mich ja vielleicht hier auch gleich noch mal ein bisschen nebeln. Und drei zielen sofort. Denn der Nebel, ja, und da kommt das von der Algerie auch schon. Also ich werde mich jetzt natürlich hier definitiv nebeln. Abbremsen erstmal. So, Algerie. Rückwärts fahren. Ja, natürlich trifft er jetzt auch. So, aber, no, da haben wir die Algerie. Und jetzt schießt die Königsberg hier noch mit rein. Ja, ich hätte eine Idee früher nebeln können, aber na gut. Ich dachte eigentlich, dass sie nicht so gut treffen. Och, Hotnik ist wirklich schwer zu treffen. Aber gut, jetzt habe ich noch 1708. Und wir haben bei 7486 schon zwei Kills. Naja. So, dann können wir hier noch ein bisschen auf die Nagato Schaden machen, wollte ich sagen. Und schon haben wir wieder Nicht-Durchschläge. Tja, 5er Zerstörer, der auf dem 7er Schlachtschiff schießt. Da geht meist nicht allzu viel. Ein Brand ist möglich, aber sonst so mit da durch die Panzerung durch ist immer ein bisschen schwierig. Und jetzt sind sie auch alle out of range hier. Ja, die Königsberg scheint ein bisschen ranzukommen. 9,2 Kilometer komme ich. Dann kann ich da gleich ein bisschen mitschießen. Habe noch gut 20 Sekunden Nebel. So, hier ein bisschen einfach drin bewegen. Ja, und da haben wir die Königsberg auch schon in Range. Und klar, da wird dann mitgeschossen. Oh, das war nix.
Das Gute am Adrenalinrausch ist, dass es auch der Ochotnik jetzt einen ordentlichen Reload verpasst. Oh, 627. Da kann man natürlich dann immer schön mit drauf schießen. So, jetzt entdeckt. Aber, nee, da haben wir ihn. 1099 gab das nochmal oben drauf. Sehr gut. Das war dann Kill Nummer 3. Und jetzt wollen wir sehen, also... Die Königsberg, die Nagato, also die anderen haben jetzt 2 Caps. Haben aber auch schon ordentlich gelitten, sind nur noch zu 6. Wir sind noch zu 9. Ich werde mal sehen, dass ich jetzt hier an B rankomme. Wobei, wenn da die Minsk noch drin ist, dann ist das natürlich für mich jetzt auch nicht unbedingt optimal. Oh, und jetzt wird von denen C gecapped. So, dann werde ich mal meine verbündeten Kreuzer da anpingen, dass sie sich mal drum kümmern. Denn wenn die anderen jetzt 3 Caps haben, das wäre natürlich nicht gut. So, Nagato ist in Range, aber auch nicht wirklich. Und vor allen Dingen, wenn ich da schieße und mich zeige, dann schießt die Königsberg natürlich sofort auf mich. Weil der dann ja sieht, dass ich so gut wie raus bin. So, die Lager Legionär. Jo, oh, oh. Tja, jetzt haben die anderen alle 3 Caps. So, und wenn die Königsberg jetzt aber hier der nächstgelegene ist und, oh, unser Normandie geht es noch relativ gut, der Minsk geht es auch noch relativ gut. Und jetzt hat die Minsk unsere Lager Legionär rausgeschossen. Okay. Tja, die sind nur noch zu 4, wir sind noch zu 8. Ich glaube, ich werde hier noch ein bisschen näher ranfahren. So, und ich habe ja noch 2 Smoke. Also kann ich mich hier auch nochmal nebeln und kann auch auf die Königsberg noch ein bisschen mitschießen, der da ja munter vor sich hin brennt. Ah, joho, okay. 266, das war jetzt wirklich abgestaubt, keine Frage. Aber mittendrin stand nur dabei, ne? So, und jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir das Ganze an? Man kann immer noch sehen, oh, ich wollte gerade sagen, man kann immer noch sehen, durch die Salino-Form da, dass die Minsk noch drin ist, aber der ist nicht mehr drin. Der ist also... außerhalb von C, ja, da ist er auch. Oh, der sieht noch viel zu gut aus, dass ich mich jetzt mit dem anlegen könnte. Hm, jetzt sind wir noch zu 6, die anderen sind zu 3. So, ich würde die Minsk mal als Ziel ansagen. Ich selbst, tja, kann da im Moment noch nicht wirklich mitschießen. Wenn ich jetzt aufgehe... dann nimmt er mich auseinander. Ah, jetzt nebelt er sich. Jetzt kann ich da vielleicht einmal reinschießen, ihm was abnehmen, ohne dass er zurückschießen kann. Tja, gut, ein Durchschlag war jetzt nicht wirklich viel. Versuchen wir noch ein zweites Mal. Und ich bin auf dem Weg zu A. Dann kann ich nämlich A cappen. So, jetzt die Minsk und der Feuer von der Minsk. Aber ich würde mich da tatsächlich erstmal ein bisschen zurückhalten. Der wird ja sofort auf mich schießen. Obwohl, ach, nee, unsere Minsk braucht da einfach ein bisschen Hilfe. 941. So, na komm, nochmal nachladen. Und ja, jetzt haben wir hier Inselsymbol. Aber an der anderen Minsk ist nicht mehr viel dran. King George brennt da scheinbar auch. Ja, und jetzt ist unsere Minsk raus. Jetzt sind wir nur noch 5. Aber die anderen sind nur noch zu 2. So, und jetzt weiß ich natürlich, dass... oh ja, an der Minsk da ist auch nicht mehr viel dran. Hm. Dann werde ich nochmal meinen Boost starten und werde jetzt sehen, dass ich an diese Minsk rankomme. In der Hoffnung, dass der im Nebel lag und sein Hydro schon gestartet hatte, dass der jetzt also hier kein Hydro starten kann und dass ich als Erster schießen kann. Das ist jetzt ganz entscheidend, dass nicht er als Erster schießt, sondern dass ich als Erster schieße. So,
King George ist raus und die Minsk und da kommt, yo, und da habe ich ihn. Und da haben wir die Krake freigelassen. Wahnsinn. Ja, nun habe ich leider keine Abschlussbilder, aber ich habe dieses Bild nochmal. Und da können wir jetzt ja wunderbar ablesen. Also 10.998 Schaden für eine Krake. Das ist dann wohl wirklich die kleinste Krake der Welt, oder? Also, wenn du schon mal selber eine Krake hattest, die niedrigere Schadenzahlen hat, schreib es doch einfach bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren und ich denke mal, die anderen bestimmt auch, was so möglich ist. Also im High-Tier eine Krake mit unter 11.000 ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Low-Tier ist dann wieder die Frage, schafft man die Krake? Also wie auch immer. Ich fand, es war trotzdem zeigenswert, einfach was man mit dem Schiff so machen kann, wenn man einfach im richtigen Moment mal auf den Auslöser klickt und dann vielleicht auch klar nochmal trifft. Also ich fand es ganz lustig. Wenn dir es auch gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Schau gerne mal live auf Twitch rein. Wie gesagt, schreib in die Kommentare gerne rein, was du von der Hotneck hältst oder was du von Kraken hältst unter 11.000 HP. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal.